ich erteilen. Danke, Herr Präsident. Das Wort für eine Minute. Danke, Herr Präsident. Zunächst möchte ich der Frau Kollegin Gall danken, dass sie angekündigt hat, dass es die EVP einen alternativen Bericht, einen Berichtsvorschlag vorlegen wird. Ich bin schon sehr gespannt darauf und bin im Übrigen auch froh, vielleicht ist es mir möglich, diesem Bericht zuzustimmen. Die Frau Kollegin Gall hat völlig recht. Die Grundrechtsdebatte wird natürlich dazu missbraucht, ideologische Auseinandersetzungen zu führen. Man sollte der Frau Kollegin Gall nicht vorhalten, dass die Grundrechte nicht politisch diskutiert werden können. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um die ideologische Auseinandersetzung und den Missbrauch der Grundrechte für ideologische Grabenkämpfe. Und ich will Ihnen ein paar Bruchlinien dieses Grabenkampfes zeigen. Es ist ein Grundrecht auf Religions- und Gewissensfreiheit vorhanden. Sämtliche Vorschläge, die da drinnen sind, sind nahezu sämtliche, ein erheblicher Teil davon, ich möchte korrekt sein, sind für einen Katholiken inakzeptabel. Wenn ich etwa den ganzen Bereich der reproduktiven Gesundheit anschaue, der sexuellen Ausrichtung, der Geschlechtsidentität, das ist für einen Katholiken inakzeptabel. Das Grundrecht auf Leben, das fundamentalste Grundrecht, findet in diesem Bericht nicht einmal eine Erwähnung. Wenn Sie ganz Millionen von ungeborenen Unionsbürgern das Grundrecht auf Leben nehmen wollen, welche Grundrechtsdebatte führen Sie dann? Vielen Dank, Herr Stadler. Jetzt kommen wir zu den anderen eingeschriebenen Rednern. Ich gebe gleich dem Kollegen Herrn Carlos Coelho das Wort. 2 Minuten haben Sie. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin Rettin, liebe Kollegen.